Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Dead Space. Ja, ist mal wieder eine Woche her, dass ich das letzte Mal gespielt habe, beziehungsweise das letzte Mal aufgenommen habe. Ach ja. Ja, jetzt habe ich aber auch mal wieder richtig Lust auf das Spiel, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ich habe hier noch mal gespeichert. Ich habe mir gedacht, ich warte ein bisschen auf euch. Ich werde mal das, was ich hier vorhabe, jetzt mal kurz machen. Oh, guck an. Gut, dass ich hier nochmal lang gehe. So, Leute, ja, ich war ja letztes Mal noch ein bisschen alleine unterwegs, als ich schon nicht mehr aufgenommen habe. Und da habe ich so geringfügig ein bisschen eingekauft. Man sieht es unten rechts. So. Dann würde ich mal sagen, werden wir das mal aufteilen. Einmal. Zweimal. So. Jetzt ist die Rick aber echt aufgebessert bis zum Schlag mich tot. Dann würde ich sagen, hauen wir einen Schaden rein und einen zum Nachladen. Ja. Ja. Dann haben wir unsere Energieknoten auch schon wieder verballert. Eine Sekunde kurz. Ich muss kurz husten. Ja, da bin ich auch schon wieder. Dann würde ich mal sagen, machen wir uns mal weiter auf die Socken. Wir müssen mit dem Aufzug hoch und so. Da wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Und wieder da diesen Speed-Aufzug dahinter nehmen. So, ja. Und nach oben. Ja. Ja. Mein rauer Hals wird nicht besser. Ja, ich hoffe, euch geht's gut. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Dieses Wochenende. Es ist ja leider schon wieder vorbei. Boah, jetzt dachte ich schon. Alles gut. Alles gut. Alles tot, alles gut. Hier ist auch alles tot. Bin ich ja letztes Mal auch schon so 10-mal durchgelaufen. Ach, hier wäre auch noch eine Werkbank gewesen, stimmt ja. So, dann fahren wir mal ganz galant und spontan nach oben. Ich wundere es ja immer noch, dass da kein Viech rauskommt. Aber naja, wir wollen uns ja nicht beschweren, wenn uns mal nichts angreift. So, dann mal hin. Dinge offen. Ne, diesmal nicht. Letztes Mal hingen die Dinger da und ich konnte nicht mehr zurückfahren. Musste ich neu laden. Das war auch relativ lustig. Aber naja. So, was genau müssen wir jetzt hier eigentlich machen? Fragezeichen. Gucken. Wir müssen doch bestimmt irgendwas. Naja. Gehen wir doch mal rein. Okay, also hier müssen wir nicht lang. Aber das hier ist schon mal das, warum ich mir vorher gerade die Luftdinger noch gekauft habe für unseren Anzug. Weil ich eben nicht wusste. Eintritt Schwerelosigkeit. Ich sehe es rumlaufen, aber ich sehe es nicht rumlaufen. Natürlich ungünstig. Ich sehe nur den Schatten. Oh. Habe ich sogar getroffen.
schade. Aber das kann ich mir holen. Ich weiß, sie vertrödelt gerade wieder voll die Zeit. Nein! Bleib hier! Komm sofort zurück! Du hast kein Recht, hier wegzuschwimmen. Meine Kiste. So. Ach ja. Also ich denke mal, wir müssen diese defekten Dinger da gegen irgendwelche neuen austauschen, aber... Aber wie? Wo? Welchen? Wohin? Und warum? I have keine Ahnung. Die schweben auch nicht genug rum, oder? Ich werde mal hier hinspringen. Weil das alles ein bisschen besser im Blick hat. So, also das. Vielleicht muss man ja nur den mittleren Kreis oder so online bringen. Das kann ja sein. Da würden jetzt noch zwei fehlen. Ist der hier? Tür. Online? Kann ich da drüber laufen? Ne, war ja irgendwie klar. So, jetzt ist die Frage, wo sind die Intakten? Da hinten ist ein Intaktes und da ist ein Intaktes. Dann werden wir uns hier doch mal kurz zu eigen machen. Tadam! So. So, wo sind unsere kaputten? Da. Peng. Ich glaube, das war nicht so gut. Ich bin jetzt nicht so gut getroffen, wie ich gleich wollte. Ja, jetzt dürfte ich dann rankommen. Hoffe ich. Denke ich. Schwupp. Peng. Bitte vielmals um Entschuldigung. Ach ja. So. Mal schauen, ob sich das Ding umdreht. Okay. Bloß wo habe ich jetzt das andere Gute hingeschossen? Da habe ich es hingeschossen. Ist. Ach man, jetzt dachte ich, ich hab's richtig gesetzt. Na komm. Dann komm mal mit. Setz mal dich jetzt mal her. Ach ne, ja. Zack, du bleibst jetzt mal hier. Du machst den Abgang. So, und du? Gehst hier rein. Kommunikationsarray wieder online. Empfang von Nachrichten möglich. Wow. Das war's. Es funktioniert. Geh jetzt zurück zur Kommunikationszentrale und sende unsere Koordinaten über das Bedienfeld zur Wähler. Ich hoffe, ich kann da jetzt einfach so reinlaufen. Ja. Kann ich. Mann, bin ich gut. Nee, war nur ein Scherz. Ich will ja hier nicht selbst loben, aber er hat sich auch der Schwerelosigkeit. Nicht vorhandenen Haare in deinem Kopf gestrichen. Ach ja. Nein, ich bin bloß gerade froh, dass es beim ersten Mal hingehauen hat, weil ich nicht weiß, wie sowas funktioniert und ich hasse solche Rätsel. Oh ja, hier geht's jetzt gleich derbe zur Sache.
sehe ich schon kommen. So. Hier spricht die USM Wähler. USG Ishimura, wir haben Ihren Notruf empfangen und senden jetzt auf allen Frequenzen. Wir haben Ihre Rettungskapsel 47 an Bord genommen und sind jetzt auf dem Weg zu Ihnen. Diese Nachricht wird bis zu Ihrer Antwort alle 30 Sekunden wiederholt. Was? Ist das nicht die Rettungskapsel, die Hammond abgefeuert hat? Eins dieser Viecher war an Bord. Nein. Nein, das darf nicht sein. USM Wähler. Wähler, kommen! Unser Signal ist nicht stark genug. Ich werde jetzt die Drucktüren öffnen, um das Signal zu verstärken. Drucktüren sind blockiert. Bitte wenden Sie sich an einen Techniker. Scheiße! Isaac, da ist was Großes an der Hülle des Schiffes, direkt über dem Com-Array. Was Organisches. Keine Ahnung, was es ist und ich will es auch nicht wissen. Wir müssen irgendwie die Türen öffnen, um zur Wähler zu senden. Von der AAS-Kanone 48 solltest du ungehindert schießen können. Geh zu der Kanone und befördere das Ding ins All. Warum muss ich eigentlich immer die Scheiße machen? Kann ich nicht mal selber rumfinkeln und ich meine, so eine Kanone wird es ja wohl bedienen können. Ich geh zurück. Ich bin schon ganz grimmig am Gucken. Der ist auch schon voll pisst, dass er alles alleine machen muss. Und diesmal kein. Erschrecklich Moment, aber hat mich hua erschrecklich gemacht. Okay. So. Ich weiß auch schon genau, wo die Kanone steht. Wir können Aufzug fahren. Also voll die schlauen Monster, wir können sogar Aufzug fahren. Tja. Mistvieh, ey. Eins dieser Viecher war an Bord. So, dann werden wir hier mal speichern. Mal eben speichern. Und mal weiter. Echt? Da hinten? Ich dachte, das wären die, die wir repariert haben. Bitte nochmals vielmals um Entschuldigung. Aber ja, mein Holz ist immer noch nicht besser. Ach ja. Erstaunlich. Eine selbst öffnende Kiste. Oh mein Gott, nein, weg hier. Nein, Quatsch. Wieso hat sich die Kiste jetzt einfach geöffnet? Ich habe nichts gedrückt. Ich möchte betonen, das war wirklich eine selbst öffnende Kiste. Ich war es nicht. Ich habe es nicht getan. Oh, das ist doch jetzt nicht etwa... Oh. Ich dachte jetzt schon, ich muss wieder über so ein tolles Asteroidenfeld gehen. So. Allerdings, meine Lieben, was wir mit dem Ding anstellen, seht ihr leider erst in der nächsten Folge, denn für diese Folge war es das leider schon wieder. Aber was heißt leider? Ah, guck an. Den nehmen wir doch noch mit. Das finde ich gut. Ja, ich sage mal, bis zur nächsten Folge, meine Lieben. Danke fürs Zuschauen und ciao.